bulgarische Schaschlik versus Armenien Schaschlik. 1 Million Scoville. Ja, Leute, das ist kein Spaß. Was? Mann! Willkommen bei Joe's Bros. Was geht ab, meine Freunde? Euer Joe ist hier mit einer weiteren Folge bei Joe's Bros. Und zwar habe ich heute einen Gast hier, Kev aka Ernesto. Diejenigen, die ihn von Instagram von euch kennen, kennen ihn unter Ernesto. Was geht ab? So. Und zwar haben wir was ziemlich Geiles vorbereitet, muss ich sagen. Einmal Russian Schaschlik versus Armenian Schaschlik. So, wir haben das Ganze verbunden, oder wir werden das Ganze verbinden mit einer Challenge, mit Schätzfragen. Der Ernesto hat ja bis jetzt noch keine Challenge verloren, muss ich sagen. Wird ich auch nicht. Wird er auch nicht, sagt er. Aber ich sage euch so, immer wenn er sagt, er wird nicht verlieren, egal in welchem Spiel, dann verliert er. So, dann will ich gar nicht viel drum herum reden. Heute marinieren wir das Schaschlik, lassen wir das einen Tag stehen und morgen geht's los. So, dann würde ich sagen, fang du mit deiner Marinade an. Ja, fangen wir mit Salz an, ne? Das Wichtigste eigentlich. Einmal so, mach mal schön den Pfeffer noch rein. Ja, rührst du jetzt schon durch? Erstmal. Ja, das sieht nicht so aus, als wenn du es schon öfter gemacht hast, ja? Abwarten. Guck mal, die kriegt das Video auch schon wieder gleich mal hoch. Salsa-Soße. Mhm. Habe ich ungefähr. Muss ich sagen, habe ich auch noch nie gemacht. In der Salsa-Soße. 120 Gramm ungefähr. Jetzt kommen die Zwiebeln drauf. Da machst du schon einen Fehler, das sehe ich schon. Kein Fehler, das kann ich dir nämlich erklären. Mhm. Okay, dann erklär's mir mal. Sag mir mal lieber, was der Fehler ist. Der Fehler, den zeige ich dir gleich, wie ich die Zwiebeln hier rauf mache. Soll ich dir sagen, warum die oben rauf kommen? Ja, ja, bei mir kommen sie auch oben rauf. Ja, okay. Weil ich die Soße manche und der Saft noch rein. Ja, also, okay, das war der Fehler. Beim Reinmachen ist der manche die schon direkte. Zum Schluss. Ja. Und Buttermilch habe ich hier. Das macht das Fleisch nochmal zarter. Ja, ich habe das bei Hähnchen. Beim Hähnchen habe ich das ausprobiert einmal und ich muss sagen, das Hähnchen war mega zart dadurch. Also was hast du jetzt hier bei 1,4 Kilo reingemacht? Die Hälfte davon, richtig? Ich habe ungefähr die Hälfte reingemacht. Das sind 250 Milliliter. Milliliter sind das, genau. Aber die genauen Rezepte der beiden Schaschliks-Sorten, sagt man das so, werde ich auf jeden Fall auch nochmal unten einblenden. So, jetzt eigentlich vom Ding her ist es fertig. Ja. Ich empfehle es jedem alle 2-3 Stunden nochmal umzurühren. Also Leute, nachts also einen Wecker stellen. Also einen Tag einlegen und alle paar Stunden halt. Das heißt, das bleibt ja heute Nacht bei mir. Willst du mir damit sagen, dass ich alle 2-3 Stunden aufstehen soll und deins umrühren soll? Ja. Okay, werde ich es mal machen. Ja. Bin hier fertig. Perfekt. Also das sieht man. Er ist fertig, dann würde ich sagen, fange ich mit meiner Variante an. So, meine Variante funktioniert eigentlich ganz simpel. Da haben wir nicht vieles bei. Da haben wir einmal Salz. Dann habe ich hier einmal schwarzen Pfeffer. Habe ich hier noch einmal Paprika-Gewürz. Und zwar habe ich hierfür edelsüß. Und dann habe ich noch einmal Petersilie. Und natürlich Zwiebeln. Schön quetschen, wie Ernesto schon gesagt hat, damit der Saft sich von den Zwiebeln löst und nochmal schön ins Fleisch eingeht. So, das Ganze rühren wir dann einmal gut durch. So, ich bin auch soweit. Bei mir ging es ein bisschen schneller, ein bisschen weniger Zutaten. Ich zeige es euch auch einmal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht's. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen in aller Frische. Euer Joe, euer Ernesto, bis da. Was geht, Freunde? Hier sind wir wieder. Und zwar, ich muss sagen, heute ist ein richtig geiler Tag zum Grillen. Wir sind hier in der Dacia im Schrebergarten von Viktor. Ein großes Dankeschön nochmal dafür. So, Kev, was sagst du? Bist du bereit? Das Fleisch ist ready. Bist du bereit, ist die Frage. Ich bin immer bereit. Er ist bereit. Dann würde ich sagen, let's go. So, und zwar, Freunde, haben wir hier das Fleisch vorbereitet und die Spieße. Kev, das ist deine Seite. Da habe ich dein Fleisch. Und wir spießen das Fleisch jetzt erstmal auf. Und Freunde, während wir das grillen gleich, wird der Bruder Ziele uns 4 Fragen stellen. Diese 4 Fragen müssen wir beide versuchen zu beantworten. Natürlich sind es Schätzfragen. Wir werden wahrscheinlich nicht die genaue Antwort herausfinden, aber ich hoffe, wir kommen nah ran. Derjenige, der am weitesten entfernt ist, dafür habe ich Ziele. Komm mal rüber bitte hier. So, dafür habe ich hier, diejenigen aus Instagram kennen das noch, habe ich hier einen 1 Million Scoville Shot.
Und zwar habe ich diesen Shot mit einer Salsa-Soße, mit einer scharfen Salsa-Soße, habe ich nochmal gemixt und habe ich hier in vier kleine Brotstücke verteilt. Das heißt, derjenige, der am weitesten entfernt ist, kriegt ein Stück Brot. Freust du dich drauf? Willst du noch einmal dran riechen, die Schärfe in deiner Nase haben? Ich werde nicht der sein, der das essen muss. Okay, das sagst du jetzt. Also werden wir gleich sehen. Ich merke mir diese Worte. Ich merke mir diese Worte, auf jeden Fall. So, ich fange nochmal an. Willst du noch einmal die schönen Fleischstücke ziele? Let's go. Und ach so, noch ganz kurz, ne? Wir sind noch gerade einkaufen gefahren und da habe ich, ich war Fahrer, Kevin saß hinten und habe ich nur eine Stimme gehört, die dem Ernesto ähnelt. Der meinte, ey, du musst unbedingt noch Milch holen, du musst unbedingt noch Milch holen. Wie sollen wir das sonst schaffen mit der scharfen Soße? So mal nebenbei, ne? Real Talk. Ehrlich? Ja, ja, ehrlich? Ja, ja. Was hast du das gehört? Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ziele saß auch hinten neben dir, Ziele? Ich muss sagen, ich habe auch solche Stimmen da gehört. Ja. Das kommt schon in diese Richtung. Es kommt schon in diese Richtung. Auf jeden Fall, das stimmt nicht. Ja, okay. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren unten schreiben, ob ihr es ihm glaubt oder nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, heute ist endlich der Tag gekommen, an dem du verlieren wirst. Drei Challenges hast du es nicht. Ich glaube, heute ist es soweit. Ja, gucken wir, ne? Ich glaube nicht, aber man weiß das nicht, ne? Aber man sagt ja nicht umsonst, dass ich ungeschlagen bin. Ja, noch. Irgendwo noch. Kommt das ja. Ne? Noch. Noch bist du ungeschlagen. Heute ist der Tag der Entscheidung. Du hast auch noch nie ein 1 gegen 1 Duell gegen Joe gehabt. Das Ding ist, wie viele Fragen machen wir? Vier. Ja, vier Fragen. Wir sind zu zweit, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist halt höher. So. Jetzt kommt das schon. Gerade hieß es noch. Nein. Gerade hieß es noch. Ja, das bleibt auch so, wie ich gesagt habe. Ne? Merk dir diese Worte. Okay, dann brauchst du ja jetzt keine Ausreden mehr nochmal zu suchen. Keine Ausreden, das sind Fakten. Nee. Das sind keine Fakten. Abwarten und gucken, ne? Was meinst du, Victor? Hm? Auf wen tippst du? Ich würde sagen, Kevin hat heute wieder Glück. Kevin hat heute wieder Glück. Okay. Das Gute ist okay, er glaubt an Ernesto, das ist das Gute. Ja. Aber das hat nichts mit Glück zu tun, ja? Sagst du, das ist Können? Das ist Können, Diggi. Ja, wir schauen. Fantasie bleibt Fantasie, merkt ihr das? So Leute, ich habe meine Spieße fertig. Ich mache mich schon ans Feuer jetzt ran. Das hätte ich eigentlich davor machen sollen. So, let's go. So, da habe ich den schönen Bunsenbrenner. Danke an den Stifler nochmal. Ja, stimmt. Was sagst du? Wie wird das heute auseinandergehen? Wie wird das enden? Ja. Ich werde drei Fragen näher an der Antwort sein als du mindestens. Sag doch einfach, du beantwortest mehr Fragen als ich, richtig? Ja, das kann ich auch sagen. Sehen wir mal, ne? Was sagt Kameramann? Ah, sehen wir mal. Was sagt denn der Ernesto? Ja, der so viele Fragen stellt. Ich glaube, ich brauche nicht viel sagen. Geil. Ich glaube, wir hätten doch Grillanzünder nehmen sollen. So Freunde, das Feuer ist fast fertig. Ich würde sagen, bevor wir die Schaschlik-Spieße drauf machen, fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Das würde ich auch sagen. Oder was sagst du dazu? Let's go. Dann kommt hier die erste Frage für euch. Wie viele Menschen sprechen Russisch als Muttersprache? Wie viele Menschen sprechen? Insgesamt auf der ganzen Welt? Insgesamt auf der Welt. Ist Ukrainisch auch Russisch? Oder Weißrussland? Nee, sag ich dir nicht. Ja, ey, das ist unfair, er ist Russe. Muttersprache, boah. Schreib was auf. Nee, schreib was auf. Als Mutter, also nur in Russland? Nein, auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Ja, okay, ich hab was. Also so, ich weiß nicht, aber. So muttersprachenmäßig. So, ich hab's. Und irgendwie er braucht mir ein bisschen zu lange, ne? Ich hab's auch. Okay. Dann haut mal raus, dann, bitte. Dann hau mal raus. Was hast du? Ich hab schon was stehen, hau ich raus. Ich hab was stehen. Ja, okay, ich habe 545 Millionen. Ich hab 400 Millionen. Okay. Sind wir schon mal gar nicht so weit entfernt. Ihr werdet staunen, aber die richtige Antwort sind ca. 160 Millionen Menschen. Was? Ja, ich hab 120 Millionen gehabt, aber dann dachte ich mir, Digga, das ist vielleicht zu wenig. Also vielleicht in Russland 120 Millionen. Komm her, schau dir das erstmal an. Schau mir das jetzt hier mal an. Hier. Eine Million auf jeden Fall, nimm dir einen nach Wahl. Und schmecken lassen. Am besten den direkt hinterher.
schmeckt. Oh, es kommt im Nachhinein. Ja, normal. Ich glaube, damit macht es schlimmer. Leute sagen zu mir, ich werde verlieren. Das ist die Bestrafung, Digga. Das brennt auf der Zunge so krass, Leute. Ich glaube, ich hätte doch Milch kaufen sollen. Hey, Leute, selbstgemachtes Brot, ne? Lavasch. Bist du ein Kind geworden? Boah, brauch ein Taschentuch. Nee, du brauchst die nächste Frage. Komm her. Hast du gerade auf mich? Zoomst du gerade auf mich? Okay, let's go. Let's go. Nächste Frage, oder? Nächste Frage, würde ich sagen, oder? Gut, dann gibt's ein bisschen Geschichtsunterricht heute. Wann begann der Bau der Berliner Mauer? Ich muss schätzen. Ihr müsst schätzen. Ich habe schon so eine Zahl im Kopf, aber... Wann ging's los? Ja. Wann wurde die gebaut? Nicht abgerissen, sondern gebaut. Bau. Ich hab was. Ich glaube, ich ändere nochmal. Okay, ich hab auch. So, jetzt fängst du an. Ich hab 1920. 1920? Ich hab 1928. Es ist 1961, Mönjex. Hey, wir sind ja voll doof. Warum? Es wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Aber egal, wie doof wir bei dieser Frage waren, Leute. Ich muss es nicht tun, dieses scharfe Zeug essen. So, ich würde mal sagen, du kannst ja mal reinhauen, ich kann ja hier mal drehen. Warte, die Weltpremiere Ernesto hat die allererste Challenge verloren. So. Ich würde mal sagen, Leute, einmal Applaus bitte. Das Ding ist, irgendwann musste es dazu kommen. Irgendwann ist es soweit. Ja. Schön zergehen lassen auf der Zunge, ne? Ich mag jetzt schon. Ja. Bleib schön hier, guck schön in die Kamera und lass es. Die Sonnenbrille, ja. Genieß es. Die Sonnenbrille, nee. Die Sonnenbrille. Die ist nicht mehr da. Ja, Ernesto auch mal leiden sehen. Oh. Du hast schon gedreht. Ja, ich hab schon gedreht. Aber was soll diese Einzelne hier immer noch? Oder hast du auch einen Tunnelblick und kannst dich nicht mehr auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren, ne? Ich bin nicht so wie du, ich habe keinen Tunnelblick. Ich kann scharf ab. Aber boah. Das ist die Zunge, ne? Die Schärfe ist anders, als wenn du irgendwie so Tabasco mit irgendeinem Essen drin hast. Meine Zunge brennt immer noch teilweise. Digga. Endlich, Leute. Das war die Eins. Mal gucken, ob er heute gleich mehrere verliert. So, was sagst du? Wie geht's dir? Ich sage, mir geht's blenden. Dir geht's blenden? Mir geht's blenden. Okay. Und dann würde ich sagen, nimm einmal dieses Fleisch einmal auf. Also von mir aus können wir weitermachen. Ich bin immer bereit. Alles klar, dann würde ich sagen, Ziele. Ja. Let's go. Gut, kommen wir zur dritten Frage. Gehen wir jetzt mal international auf die Welt. Die Frage lautet, wie viele Zeitzonen gibt es insgesamt auf der Welt? Wie viele Zeitzonen? Ja. Es kann ja gar nicht so viele geben, oder? Okay. Ich stelle zwar immer so viele Fragen, aber bei der... Ich hab... Was schätzt du? Wie er hat. Ich hab... Wie du hast? Ich hab's. Alter, jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Ich weiß nicht genau, wie viele sind, aber ich weiß ungefähr. Können wir eine neue Frage nehmen? Okay, ich geh scheiß drauf. Ich hab's. Was hast du? Ich hab 6. Du hast verloren. Wie? Ich hab 20, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es... Wie 20? Wie viele? Bist du niemals? Doch.
Niemals. Doch. Niemals. Doch. Sag mir die Antwort. Sag die Antwort. 24. Was? 24. Hä, wie 24 verschiedene 24. Zeitzonen? Es gibt 24 Zeitzonen. Digga, guck mal, du musst so sehen, allein in Amerika gibt es 8 Zeitzonen oder 9 Zeitzonen. Vielleicht sind es auch 7 oder 6, aber auf jeden Fall mehr, als du gesagt hast. Aber wie, es gibt 24? Ist ehrlich so? Nein, die Zeitzonen wurden noch letztes Jahr abgeschafft. Es gibt nur noch 4. Ach, stimmt. Hey. Ich muss mich hier drum kümmern, am besten, wenn du ein isst. Nein. Genau so. Mann, ich merke das schon wieder. Das kommt davon, wenn die Leute so reden. Am besten, ey, mach mit Zwiebel, glaub mir. Das hat das Fresh gemacht. Zwiebel. Du kannst auch eingelegte Zwiebel reinmachen, deine, meine. Wenn dir das zu scharf ist, Kleiner. Ich muss sagen, nein, doch nicht. Boah, es kommt jetzt. Das wird doch schlimmer. Nimm doch mich. Oh, shit. Komm, wie rot der ist. Guck dir, zoom den mal ran, bitte. Digga, der ist direkt im Fokus die ganze Zeit. Ich nenne dich Tomate. Diese heutige Folge. Pass mal die Baudur auf deine Schaschlik auf. Nächste, oder was? Direkt die nächste? Oder wollen wir noch ein paar Minuten schauen, weil das Fleisch braucht auch noch ein bisschen. Okay, den Leuten geht's noch nicht gut. Hey, ich will das. Wie geht's dir, Joe? Hä? Wie geht's dir? Scheiße. So Leute, dann stell jetzt mal die vierte Frage, weil das Fleisch ist schon durch fast. Ich würde sagen, let's go, Ziele. Letzte Frage für heute. Ja. Wie viele Geschmacksknospen hat die durchschnittliche menschliche Zunge? Wie viele Geschmacksknospen hat die... Boah, das ist... Wie viel habt ihr auf eurer Zunge? Wie viel habt ihr heute verbrannt? Oh, mit dem Schaf haben wir sehr viel verbrannt. Meinst du, wie viele Knospen an sich? Ne, es auf der Zunge gibt? Oder meinst du, wie viele, es gibt ja dieses süß... Ja, yeah, das meine ich nicht. Ich meine, wie viele Knospen? Okay. Ja, ich hab... Ich hab noch nichts. Hast du noch nichts? Nein. Ja, okay, ich hab was. Ich glaube, ich liege wieder falsch. Ich glaube, ich muss wieder essen. Was hast du da? Ja, sowas gesagt, fang an. Ich hab gerade angefangen. Ich hab 15.000. Oh, ich glaube, ich hab wieder, Mann. Ich bin, glaube ich, wieder am Arsch, Mann. Ich hab 3.500. Es sind 10.000. Mann! Was hat er gesagt? 15.000. Ja. Ich hab doch vom... Leute, okay, ich hab verloren. Ich werd's gleich essen. Aber Ziele, das Fleisch ist fertig. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das runter. Und danach komme ich zum Stück... zu das Stück Schärfe. So, Leute, das ist die russische Version. Boah, das sieht schon saftig aus. Richtig saftig. So. Das ist dann die Version, die ich gestern gemacht habe, eingelegt habe. Würde ich sagen, schließe ich den Topf erstmal. Okay, Freunde. Darf ich mir da Zwiebeln reinmachen? Mach, gerne. Okay, darf ich mir auch ein Stück Fleisch da reinmachen? Gerne. Es wird aber schlimmer sein, weil das Fleisch heiß ist. Aber gerne. Okay. Schmeckt das wenigstens. Geht, ne? Gut. Geht nicht geht, mehr. Geht gar nichts. Hammer, ey. Sieht aus wie ein Typ, der in Land gezogen wurde. Scheiße. Leute, das ist kein Spaß. So, Freunde. Ich hab's überstanden, halbwegs. Ich würde sagen, jetzt machen wir uns an das, was wir eigentlich den ganzen Abend vorhaben, an Schaschlik. So, Kev, du machst dir deins fertig, mach mir meins fertig. Ja, Mann. Am liebsten esse ich es hier mit Petersilie, Zwiebeln und natürlich selbstgemachtem Lavaschbrot. Habe ich heute morgens noch fertig gemacht. Weißt du, was wir machen? Du isst das von mir und ich esse das von dir. Was sagst du dazu? Das können wir auch machen. Ja, rollst du dir selber ein oder soll ich dir noch einrollen? Ja, wenn, dann musst du mir auch einrollen. Wie ist das denn eingerollt? Nicht ein bisschen mit Liebe. Guck, hier knickst du das jetzt um. Ich hab die Schärfe. Let's go, würde ich sagen. Guten.
Ja. Mega geil. Weißt du, wo wir gesagt haben? Wenn einer fragt, dein letztes Essen für jeden Tag? Ja, ja. Schaschlik wäre mein. Schaschlik, ne? So, Freunde, das Rezept werde ich nochmal unten in der Beschreibung bekannt geben. Ich würde sagen, war ein geiles Video, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir essen gleich weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es werden viel mehr solche Videos kommen. Und auf jeden Fall, Leute, eins habe ich noch vergessen. Lasst Liebe bei dem da. Sein Instagram werde ich auch unten verlinken. Und ich würde sagen, Kev, bis zum nächsten Mal. Euer Joe's Bros.